Unser Eulenherz schlägt heute mit Joe Wohlrab, dem Trainer der Eulen, präsentiert von der GAG. Joe, das nächste Heimspiel am Samstag, den 28. Oktober. Der TV Hüttenberg kommt, dein ehemaliger Verein, wo du 5 Jahre warst. Mit welchen Empfindungen gehst du dem Spiel entgegen? Zunächst mal möchte ich das Ganze mal ausklammern, gegen wen es geht, weil für mich sind die Eulen absolut im Fokus. Und wir haben Heimspiel, haben jetzah die letzten 2 Heimspiele leider unsere Fans nicht mit Punkten beschenken können. Wir hatten fantastische Unterstützung und ich hoffe jetzt auch wieder auf noch fantastischere Unterstützung in diesem Spiel. Die werden wir brauchen und dann ist es für mich egal, gegen wen es geht. Dann zählt erstmal auf jeden Fall, dass wir zu Hause die Punkte behalten und da spielt es keine Rolle, gegen wen es geht. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ich außerhalb des Spiels so ein bisschen was sagen kann zu dem Gegner, zum TV Hüttenberg, dann war ich natürlich jetzt 5 Jahre da, das ist meine Heimat. Heimat wird man nie verlassen, man ist seiner Heimat immer ein bisschen treu. Ich wünsche dem TV Hüttenberg auch in seiner aktuellen Lage wirklich nur das Allerbeste, hoffe, dass sie das nötige Geld zusammenbekommen, um weiterzumachen, dass sie also in dieser Krisensituation einfach bestehen und dass es dort weitergeht, weil es ist auch wirklich ein ganz, ganz fantastischer Verein, wo ganz, ganz viel Herzblut drin ist. Genau das, was ich hier bei Neulen auch kennengelernt habe bis jetzt und deshalb nochmal mein Fokus an dem Tag liegt nur bei den Eulen und nur auf Heimsieg. Besondere Fans kommen auch mit, deine Eltern, Stammgäste inzwischen fast hier. Dein Vater, darf er das Käppi tragen, wenn er hier nächste Woche mit Hüttenberg kommt? Ja, das muss er ja selbst entscheiden. Also wie gesagt, ich bin Hüttenberger. Mein Vater ist ursprünglich dort eher. Ob er jetzt ein Eulentrikot oder ein Hüttenberg Mütze oder Schal auf hat, das muss er dann selbst entscheiden. Da lasse ich ihm die freie Wahl. Das spielt aber auch für mich keine Rolle an diesem Tag. Sondern wie gesagt, es geht einfach wirklich schlicht darum, die 2 Punkte hier zu behalten. Und wenn wir das schaffen und vollen Fokus da reingelegt haben, die 2 Punkte hier haben, dann kann jeder Hüttenberger im Anschluss zu mir kommen und dann können wir über schöne alte Zeiten reden. Dann gucken wir mal, was für deinen Papa im Fanshop vorhanden ist. Alles Gute, Joe. Danke.